Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Worte des 42. Psalms, der Psalm, der von der Sehnsucht nach Gottes Nähe erzählt und singt. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach dir, Gott, so beginnt er. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich fragt, wo ist nun dein Gott? Diese Frage, der begegnen wir immer wieder. Wo ist denn dein Gott, wenn in dieser Welt so viel Elend passiert? Wo ist denn dein Gott, wenn Menschen verhungern? Wo ist denn dein Gott, wenn Menschen einsam sind? Wo ist denn dein Gott, wenn Naturkatastrophen passieren, wenn Menschen einander quälen? Die Frage, mit der wir Christenmenschen immer wieder konfrontiert werden und die Frage, die wir uns auch ganz oft selber stellen, Gott, wo bist du denn, wenn so etwas geschieht? Und wo ist Gott? Er hängt am Kreuz. Gott geht mit in das Elend hinein. Er trägt das Elend mit. Er trägt das Leiden mit. Er ist nicht fern von uns, wenn etwas Schlimmes passiert, sondern er nimmt es auf sich, selber ausgelacht und verspottet zu werden. Er nimmt es auf sich, Schmerzen zu haben. Er nimmt es auf sich, sogar zu sterben, mit uns und für uns. Wo ist nun dein Gott? Die Antwort ist einfach und schwer auszuhalten. Gott ist da, wo Elend passiert. Er hält es mit aus. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, so sagt es der Psalmbeter. Mit Tränen haben wir in unserer Kultur so unsere Probleme. Wie oft ist mir das passiert, dass in Trauerfeiern in der dunklen Friedhofskapelle Menschen sitzen mit einer Sonnenbrille auf der Nase, damit niemand ihre Tränen sieht, die sie vergießen angesichts des Todes eines geliebten Menschen. Wie oft schämen wir uns in unserer Kultur unserer Tränen. Das tut uns nicht gut. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Der Psalmbeter erzählt davon, dass er weint, dass er nach Gott ruft, dass er sich einsam und verlassen fühlt. Und er erzählt es Gott. Seine Tränen, dass er zulassen kann, das zu sagen, das gibt ihm Kraft und Stärke. Tränen wie Brot. Das kann ein Ausdruck der Armut sein. Ich habe nichts anderes zu essen. Ich ernähre mich nur von den Tränen, weil ich kein Brot habe. Es kann aber auch ein Ausdruck der Stärke sein. Als ich Gott mein Herz ausschüttete, als ich ihm meine Tränen zeigte, da bekam ich das Leben. Da stärkte es mich, da stärkte er mich. Denn Gott sieht unsere Tränen, er hört unser Schreien. Und er ist bei uns und führt uns zum Leben. Amen. Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not. Der kann mich allzeit retten aus Trübsal, Angst und Nöten. Mein Unglück kann er wenden, steht als in seinen Händen. Mich mein Sünd anficht, will ich verzagen nicht. Auf Christus will ich bauen und ihm allein vertrauen. Ihm tu ich mich ergeben, im Tod und auch im Leben. Ob mich der Tod nimmt hin, ist Sterben mein Gewinn. Und Christus ist mein Leben, ihm tu ich mich ergeben. Ich sterb heut oder morgen, mein Ziel wird er versorgen.
geduldig bist, für mich am Kreuz gestorben, hast mir das Heil erworben, auch uns allen zugleiche, das ewig Himmelreiche. Amen zu aller Stund, sprech ich aus Herzensgrund. Du wollest selbst uns leiten, Herr Christ, zu allen Zeiten, auf dass wir deinen Namen ewiglich preisen. Amen. Mein Gott, ich bin bewahrt geblieben in mancher Gefahr. Du bist bei mir gewesen und hast mich beschützt. Vergib mir meine Angst, meine Sorgen, meinen Unglauben. Du bist mein Halt, der Boden, der mich trägt, das Dach, unter dem ich wohne, der Friede, in dem ich einschlafe. Ich danke dir, Gott. Amen.